Derp, 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 derp. Ey, welcher Spaß hat vergessen, das Rettungsboot nach dem Angelausflug wieder hochzuholen? Ey, Mann, kannst du ihm jetzt mal bitte endlich sagen, dass du es machst? Vergiss es. Was soll ich denn vergessen? Willst du mich verarschen? Ja, eigentlich schon, aber jetzt mach doch mal bitte. Ey, nie im Leben. Weißt du, wie peinlich das ist? Ey, ich hab's auch gemacht. Ist nicht schlimm, ehrlich. Trägst du dich jetzt in mein Freundebuch ein? Ich würd's gern zerreißen. Und ich würde dich gerne über Bord schmeißen. Wenn ich mich da nicht in dein blödes Buch eintragen muss, sehr gerne. Frag ihn doch, ob er Facebook hat. Nee, danke. Die klauen mir nur meine Daten. Das ist irgendwie ein bisschen ironisch, oder nicht? Nein, wir sind ja die guten Piraten. Wir klauen nur Sachen, die keiner mehr braucht. Ah ja. Ich fang nochmal an. Schreib in mein Freundebuch. Das geht nicht. Da ist nichts mehr frei. Ich könnte auch einfach jemanden ausradieren. Den Jungen, den kann ich eh nicht leiden. Hä? Mach doch. Was? Ich überleg's mir. Schmeißt ihn über Bord. Ey, das könnt ihr doch nicht machen. Der Typ war ja gar nicht gefesselt. Pali. Ich dachte, Pali. Er wird ausradiert. Ja, wir nehmen das immer wörtlich. Jetzt rat dich doch endlich in sein Freundebuch ein, damit wir hier mal weitermachen können. Ja, okay. Es gibt leider nur ein Problem. Der Typ hat mit Kugelschreiber geschrieben. Tja, hast du Pech gehabt. Na gut, lass sie frei, sie ist okay. Ich hab früher auch gerne Freundebücher zerrissen. Wenn ihr keine Synchro mehr verpassen wollt, drückt doch einfach auf diesen komischen Abonnieren-Knopf, von dem heutzutage immer alle reden. Und denkt daran, immer genug Wasser zu trinken. Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt? Es war Tag der offenen Tür.